Nee, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, ey, was ist das denn? Ich bin jetzt am Treffpunkt und warte auf Sven, der will mir nämlich die Kunst hier zeigen. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, mich erwartet da so einiges. Und euch nehme ich natürlich mit, falls ihr Lust habt. Und bleibt einfach dran. Also jetzt muss ich erstmal gestehen, dass ich den genauen Weg gar nicht kenne. Ja. Also die Bundestagsliegenschaften sind schon so ein bisschen verstreut und hier ist manchmal einiges etwas verwirrend. Jetzt versuchen wir mal. Okay. Mal gucken, was klappt. LSD-Gang, so habe ich das Gefühl. Ja. Also nicht, dass ich jemals LSD versucht hätte. Okay. Aber so aus den Schilderungen, das ist schräg, oder? Ja. Wie kommt man dann auf hier so einen Gang einzubauen? Ich kann es gar nicht genau sagen. Es gibt ein Etat, also Geld für Kunst im Bundestag, auch für moderne Kunst, für Gemälde und Skulpturen. Und dann aber auch eben für so Gestaltung von Gebäuden. Das sieht toll aus. Das ist erstens für die Mitarbeiter irgendwie dann ein bisschen Kick. Also ne, das macht irgendwie alles ein bisschen lebendiger und frischer und hebt die Stimmung, wenn man nicht durch dunkle Flure rennen muss. Und es ist auch die Gelegenheit für Künstler, moderne Künstlerinnen und Künstler, mal einen Auftrag zu bekommen und ja, ihre Kunst anzuwenden. Nee, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, ey, das ist schon schlimm. Und wo sind wir eigentlich? Wir sind unter der Erde, ne? Genau, also wir sind jetzt im Kellergeschoss. Wir haben gerade eine Straße unterquert. Ja. Ja, und sind jetzt in einem anderen Büroteil. Da gehen dann halt die Fahrstühle rauf und da sind dann weitere Bürogebäude. Ist aber jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ja, aber Hammer, dass man hier einfach durchlaufen kann. Ja, klar, muss man nicht. Also wenn es regnet, ist es nicht so angenehm. Ja. Aber wir können, wenn du magst, zurück und dann Richtung Reichstagsgebäude. Da gibt es noch viel mehr. Das machen wir auf jeden Fall. Mindestens eine Sache will ich dir zeigen. Sehr gut. Das ist auch Kunst, politische Kunst. Und zwar an jedem Kasten ist ein Name eines Abgeordneten verewigt. Und zwar alle Abgeordneten vom Reichstag der Weimarer Republik bis Deutscher Bundestag zum Zeitpunkt des Regierungsumzuges. Also bis in die 90er Jahre hinein. Und das ist so chronologisch geordnet. Und Weimarer Republik, klar, alte Zeiten, wurde ja dann von Hitler gestürzt und dann gab es den Übergang zum Dritten Reich. Und jetzt will ich mal gucken, hier, das sind alles noch Abgeordnete der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Hier sind NSDAP-Abgeordnete. Hier gibt es eine schwarze Kiste. Was bedeutet die? Das ist die Kiste, für die markiert den Zweiten Weltkrieg. Okay. Dritter Reich und Zweiter Weltkrieg. Und Reichstagsabgeordneter war ja auch Adolf Hitler. Hier. Okay, er wurde schon ein bisschen beschädigt. Oh, und zwar wahrscheinlich ganz bewusst. Es gab sogar eine richtige Diskussion darüber, es war mal so eingetreten. Oh. Diskussion darüber, ob das jetzt wiederhergestellt werden soll im Ursprungszustand. Oder ob man es eingetreten lässt. Ja. Ich sage jetzt mal, es wurde wiederhergestellt, aber ich sage mal, meine Position ist, so ein Kunstwerk muss sich ja der politischen Debatte stellen. Und so ein kleiner Fußtritt wäre auch politische Debatte. Ja. Wir machen das jetzt nicht. Ja. Heute nicht, nein. Also ganz viele Abgeordnete, NSDAP, SPD, hier gibt es dann teilweise zum Beispiel hier Willy Büdig, KPD, Opfer des Nationalsozialismus, weil er umgebracht wurde, 22. März 1938. Das ist bei verschiedenen Abgeordneten, die gestorben sind, umgebracht wurden, dann verewigt. Ja. Genau, und dann geht es halt nach dem Zweiten Weltkrieg weiter mit Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler. Ja. Und das Ganze hier ist hier mit diesen Lampen, diese alten Glühbirnen, die erinnern mich immer so an diese Filme, so Gestapo-Verhöre und so. Da ist es schon ganz schön düster und erinnert natürlich an die deutsche Geschichte. Und das ist auch Kunst. Auch Kunst, politische Kunst. Aber ein spektakuläres Kunstwerk muss ich dir noch zeigen. Danke. Das ist von einem Künstler namens Josef Beuys und das wird dich umhauen, garantiert. Okay. So, tadadadam, das ist die Kunst, jawohl. Das ist es schon? Von Josef Beuys. Tisch mit Aggregat. Toll. Super, ne? Hab ich mir auch gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe. Alle fragen mich, was es bedeuten soll. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist ja meine nächste Frage gewesen. Es ist halt Kunst. Cool. Ja. Spaß gemacht? Danke auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen Dank. Okay.